Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um Regieleki. Dieser Raid-Boss ist morgen in den Top-Raids am 9. April. Und es gibt hoffentlich Raids um 11, um 14 und um 17 Uhr. Die Eier tauchen nicht 24 Stunden vorher auf, wie es normalerweise der Fall ist. Niantic hat heute angekündigt, oder vielleicht heute Nacht noch angekündigt, dass die Eier erst heute um 18 Uhr erscheinen. Das heißt, heute Abend um 18 Uhr könnt ihr euch dann einen Plan machen, wo ihr um 11, um 14 und um 17 Uhr spielen könntet. Wenn das Top-Raid-Ei aufgeht, dann ist der Raid nur 30 Minuten lang aktiv. Falls wieder der Timer erscheinen sollte, nachdem ihr den Raid besiegt habt, der hat keine Funktion. Niantic muss irgendwie dann noch was machen, dass der nicht mehr angezeigt wird. Das war nur ein Bonus für Hooper. Ihr könnt diese Raids nur vor Ort spielen, ein Fernraid-Pass funktioniert nicht. Man kann trotzdem Leute einladen. Aber das hat andere Gründe, warum das angezeigt wird. Die vorher angekündigte befristete Forschung ist leider abgesagt worden. Niantic muss hier was beheben, wie diese Forschung aktiviert wird. Und anstatt es jetzt mal eben schnell zu beheben, haben sie es jetzt erstmal abgesagt. Wie viele Spieler braucht ihr für Regieleki? Ich habe hier ein paar Einschätzungen für euch. Und zwar, diese Grafik hier sagt, ich gehe mal davon aus, dass Level 40er Konter angeschaut worden sind. Und zu dritt ist der extrem schwer, zu viert schwer, zu fünft mittelmäßig und erst zu sechst einfach. Eine andere Einschätzung sagt, dass man mit Level 50er Konter es zu dritt schafft, mit Level 40er Konter zu viert und wenn ihr nur Level 30 seid, dann zu fünft oder mehr natürlich. Mehr geht immer. Und hier noch eine letzte Einschätzung. Level 40er Konter zu dritt, ja, ist wohl machbar, aber einfacher wäre zu viert. Als Konter solltet ihr am besten diese Pokémon haben. Protomorphose Groudon, Kryptomammutel, Groudon selbst, Kryptogolgantes, Staloboa, Mammutel, Kryptomewtwo, Kryptodonphan oder Kryptogeowatz. Natürlich gibt es noch weitere Konter, geht am besten auf pokebattler.com, da könnt ihr selber nachschauen. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten von euch sehr viele Mammutel besitzen, weil Mammutel ist der beste Konter gegen Rayquaza. Ihr müsst nur die Attacken ändern, was hier theoretisch kein Problem ist. Ich habe mir heute folgendes Team zusammengestellt. Ich habe einen 98er Groudon und dieser ist auf Level 40 heute frisch gepusht. Dementsprechend hat er noch keine Protomorphose durchgeführt. Immerhin hat er von Anfang an die Ladeattacke Abgrundsklinge. Das 96er Groudon an dritter Stelle hat schon Protomorphose durchgeführt, sogar schon ein paar Mal, aber noch nicht oft genug, um auf Stufe 2 zu kommen. Ich glaube, das ist aber auch nicht ganz so wichtig. Aber die Ladeattacke musste ich ihm mit einer Top-Lade-TM beibringen und ich dachte, das mache ich einfach mal. Theoretisch ist das Pokémon auch auf Level 40. An zweiter Stelle habe ich ein Kryptomammutel auf Level 50. Dann mein 98er Staloboa an vierter Stelle ist Level 50 und hat auch Schlagbohrer als Ladeattacke. Musste ich ändern, weil auf Pokebattler steht, dass Schlagbohrer besser ist. Und dann natürlich 200er Mammutel, aber nicht beide sind auf Level 50. Das erste 100er ist auf Level 50, das zweite braucht XL-Bonbons, deswegen habe ich jetzt ein Mammutel als Kumpel genommen und werde heute einige Bonbons sammeln und ich hoffe, ich bekomme einige XL-Bonbons dazu. Und wie sieht euer Team aus? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr den Raid-Boss besiegt habt, dann kommt ihr in den Fangmodus, da könnt ihr dann die WP sehen und dann wisst ihr, ob ihr einen 100er habt. 1602 wäre eins ohne Wetterboost, mit Wetterboost kommt das Pokémon bis 2002 WP. Außerdem könnt ihr in dieser Tabelle noch einige andere WP-Zahlen sehen, falls ihr noch genauer wissen wollt, welche IV 1 hat, das nicht 100% ist. Oder zum Beispiel die WP-Zahlen für 98 euch merken wollt. Wenn ihr das Pokémon dann gefangen habt, was könnt ihr jetzt damit anstellen? In den Raids ist es leider nicht brauchbar. Gegen Mega Turtok ist Regieleki, wenn man alles Mögliche tut, dass es überhaupt angezeigt wird, auf Platz 30. War nicht so einfach, man musste einiges umstellen, damit das Pokémon hier überhaupt auftaucht.
Auch in PvP ist dieses Pokémon leider nicht brauchbar. Es bräuchte einfach andere Attacken, wie zum Beispiel, weiß es ich, Fokusstoß oder sowas ähnliches. Momentan hat es nämlich nur Elektro- und Normalattacken und damit kommt man in der Go-Kampf-Liga nicht wirklich weiter. Der 9. April ist leider ein Ostersonntag und einige haben sich schon dazu geäußert, dass sie an diesem Tag nicht spielen können. Könnt mir ja nochmal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr spielen könnt oder ob es für euch nicht machbar ist, weil ihr familiären Besuch habt. Ich werde auf jeden Fall die volle Zeit in Offenburg spielen und hoffe, dass ich einige Spieler unterstützen kann. Falls ihr Probleme habt, die lokale Community zu treffen, weil ihr einfach noch keinen Kontakt dazu habt, verschaut euch doch mal Campfire an. Auch grundsätzlich, falls ihr einen Plan machen wollt, auf Campfire könnt ihr dann sehen, wo, wann welche Eier aufgehen. Und so könnt ihr vielleicht eure Route schon mal planen und das Ganze dann vielleicht auch festhalten. Tippt mal so ein Ei an und schaut mal, ob ihr in den Chat reinschreiben könnt, damit andere Trainer sehen können, dass ihr dann dort vor Ort sein werdet und vielleicht bekommt ihr dann genügend Leute zusammen. Ich bin ja mal echt gespannt, ob Niantic die Probleme, die wir bei Regidrago hatten, dann nun behoben worden sind oder ob wir das gleiche nochmal bei Regieleki erleben müssen. Niantic hatte ja schon angekündigt, dass für alle eine Entschädigung kommen wird für das Regidrago-Fiasko. Und so wie es aussieht, könnte es zum Beispiel sein, dass es der 6. Mai werden wird. Der 6. Mai ist nämlich ein Event-Zeitraum, der vorher nicht angekündigt worden ist und jetzt erst im Nachgang schon mal darauf hingewiesen wird, dass dort ein Event stattfindet. Und es könnte tatsächlich sein, dass das ein Top-Raid-Event werden wird für Regidrago und mal sehen, ob Regieleki sich dazu gesellen muss. Das war's von mir. Schreibt mir gerne noch was in die Kommentare. Ich habe euch ja ein paar Hinweise gegeben während des Videos, was ihr so schreiben könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel mein Twitch- oder Twitter-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!